Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Autoverrückt. Heute möchte ich euch mal meine Langzeiterfahrung mit dem Passat 3C B6 in der 1.6 FSI Variante bekannt geben. Und zwar fahre ich den Wagen jetzt seit über 2 Jahren und über 20.000 Kilometern. Viele von euch kennen den Wagen wahrscheinlich noch von meinem alten Kanal About Cars. Da wurden auch einige Umbauten dokumentiert, die ich an dem Wagen getätigt habe. Und ich dachte, ich nehme euch jetzt nochmal mit auf eine kurze Fahrt und erzähle euch so, wie ich mit dem Wagen zufrieden bin. Nachher schauen wir uns auch nochmal den Wagen im Exterieur an. Ja, also erstmal zu dem Auto. Es ist ein 2005er Passat B6. Also eins der ersten Modelle der Passat 3C Baureihe. Er hat den kleinen 1,6 Liter Saugmotor mit FSI Technologie und stolzen 116 PS. Also ist wirklich nicht die Welt, aber zum normalen Rumfahren, zum Mitschwimmen reicht es. Nur wenn man öfters Autobahn fährt, dann sollte man doch über einen anderen Motor nachdenken. Ja, wie man hoffentlich hören kann, hört sich der Motor relativ kernig an. Ist eigentlich in Ordnung, gegen den Motorklang kann man nichts sagen. Was natürlich nervt, ist die Übersetzung. Ja? Ich zeige das jetzt mal, indem ich mal langsam auf 100 km/h beschleunige. So, also wir haben 100 km/h erreicht und ich hoffe, man kann sehen. Leider blendet die Sonne hier so ein bisschen suboptimal. Wir haben 100 km/h und ziemlich genau 3000 Umdrehungen im sechsten Gang. Und ich denke, das ist für so eine Reiselimousine einfach nicht optimal. Das ist ein bisschen nervig. Ja? Also das ist so der größte Kritikpunkt, den ich an dem Wagen eigentlich habe. Aber ich denke, die Jungs von VW haben das so machen müssen, da man ansonsten mit dem Wagen wahrscheinlich die Kasseler Berge rückwärts runtergerollt wäre. Deswegen die kurze Übersetzung. Aber ansonsten ist es ein toller Wagen. Also der macht schon Spaß zu fahren. Ist natürlich nicht schnell. Ist eher der gemütliche Cruiser, aber das macht er eigentlich ganz gut. Verbrauch können wir uns auch mal anschauen. Dies hier ist jetzt Verbrauch seit Start. Und dies hier ist der Verbrauch seit 3000 Kilometern. Seitdem ich den Trip das letzte Mal genullt habe. Und da haben wir, wie man sieht, einen Verbrauch von 7,5 Litern. Und ich muss sagen, das ist bei so einem Auto mit einem Saugbenziner vollkommen in Ordnung. Naja, und hier seht ihr wieder, wenn man einigermaßen vorwärts kommen will, muss man den Wagen natürlich schon drehen. Das heißt, bevor man richtig vernünftig fahren kann, sollte man den Wagen immer warm fahren. Aber das ist ja klar. Das sollte man ja bei jedem Wagen grundsätzlich machen. Ja, was habe ich bisher für Wartung und für Verschleißreparaturen an dem Wagen gehabt? Also erstmal muss ich sagen, ich mache keinen Longlife-Service, da ich von den Longlife-Ölen überhaupt nichts halte. Ich habe den Wagen auf Intervall umgestellt. Ich mache jährlich einmal im Jahr bei dem Wagen eine Inspektion mit Ölwechsel und Filterwechsel. Ich benutze 5W40 Öl von Shell und ja, damit bin ich super zufrieden. Man merkt definitiv, dass der Motor gerade im Kaltstart einfach schöner läuft. Ne, viele Leute meinen, sagen, das wäre Einbildung, aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass der Wagen wirklich ruhiger läuft und deswegen mache ich hier jährlichen Ölwechsel. Genau. An Reparaturen. Naja, einmal haben wir hier die typische FSI-Krankheit gehabt. Ich denke, das hat früher oder später jeder FSI-Volkswagen und das ist die Steuerkette. Die Steuerkette musste bei ungefähr 130.000 Kilometern bei dem Wagen auch einmal getauscht werden, da der Wagen bei jedem Kaltstart 3-4 Sekunden gerasselt hat, wie ein Diesel. Da gibt es auf YouTube genug Videos, wie sich sowas anhört.
Und ja, seit der Reparatur ist das auf jeden Fall weg. Der Wagen läuft super. Genau, und die zweite Sache, die hier dran war, war der Cut. Ja, erstaunlicherweise der Cut. Das ist ja normalerweise ein Teil, was nicht so oft kaputt geht. Und das ist jetzt auch nicht bei den Autos bekannt oder so, aber naja, kann jederzeit passieren. Ne? Ist natürlich ärgerlich, weil recht teuer, aber gut. Das war also so eine Sache, was gemacht werden musste. Der Wagen hat beim Abtouren halt, naja, extrem komische Geräusche gemacht. Der Cut war halt von innen irgendwie lose, der hat sich in seine Bestandteile aufgelöst und hat halt von innen drin schrecklich geraschelt, sag ich's mal. Ne? Also das musste gemacht werden und ansonsten war an dem Wagen bisher noch nichts dran. Auch die Parkbremse oder so, gar nichts. Ne? Dazu muss ich sagen, der Wagen steht in der Garage. Das ist ja für die Parkbremsengeschichte nicht ganz unwichtig, denn oft versagen die Parkbremsen ja, weil sich Frost da reinzieht, durch kleine Mikrorisse. Und das kann hier ja nicht passieren, weil der Wagen, wie gesagt, in der Garage steht. Genau. Bremsen waren schon fällig. Die habe ich natürlich selber gemacht. Das ist ja bei dem Wagen gar kein Problem. Zumindest an der Vorderachse. Hinten sind sie noch gut. Hinten ist es natürlich besser mit VCDS. Aber an der Vorderachse ist es kein Problem. Und ein Satz ATE schreiben mit Keramikbremsbelägen kostet für dieses Auto 120, 130 Euro. Also nicht die Welt. Das ist also kein Problem. Allgemein ist der Wagen im Unterhalt relativ günstig. Die Versicherung geht in Ordnung, also ist in der Versicherung auf jeden Fall günstiger als ein vergleichbarer Golf. Und auch Steuern halten sich natürlich bei dem kleinen 1,6er Benziner vollkommen im Rahmen. Ja, was habe ich bei dem Wagen umgebaut? Ich habe hier das Multifunktionsdisplay 2 nachgerüstet. Ich habe das Multifunktionslenkrad nachgerüstet und noch solche Kleinigkeiten wie LEDs im Innenraum, Schalter vom VWCC und sowas alles. Handschuhfachgriff vom VW EOS zum Beispiel, der ist dann in der Chromausführung. Also ein paar kleine Details, die das Auto optisch aufwerten. Ja. Und im Außenbereich habe ich ein Gewindefahrwerk einbauen lassen. Das ist ein Supersport Black Evolution. Supersport denkt man jetzt erstmal, ja, das ist ja keine wirklich gute Firma, aber das Supersport Black Evolution ist ein Lizenzprodukt von KW Gewindefahrwerk. Also das hat wirklich gute Qualität. Das kann man auch so nachvollziehen. Im Gutachten steht auch die Adresse von dem KW-Betrieb drin. Das ist also auf gut deutschen KW-Fahrwerk. Und damit bin ich super zufrieden. Das habe ich jetzt schon über ein Jahr drin und auch schon, ich sag mal, 15.000 Kilometer oder so. Und ja, da habe ich bisher nichts Negatives zu sagen. Das ist, der Wagen ist nach wie vor super komfortabel. Im Vergleich, ein BMW 3er mit originalem M-Sportfahrwerk fährt sich deutlich sportlicher und deutlich härter als der Passat. Ne? Weil wir haben ja nach wie vor einen super langen Radstand und allein dadurch wird der Wagen immer komfortabel bleiben. Also auch trotz Gewindefahrwerk ein super schönes, komfortables Fahren. Der Vorteil ist natürlich, dass man besser in der Kurve liegt und zum Beispiel auch auf der Autobahn mit höheren Geschwindigkeiten durch die Kurven fahren könnte. Die Betonung liegt auf könnte, denn das ist ja bei meinem 1,6er Motor sowieso relativ irrelevant. Aber mir ging es da im Grunde einfach um die Optik. Ne? Der Wagen ist von Haus aus, wenn ihr selber einen Passat fahrt, dann werdet ihr das ja wissen, von Haus aus sind die Dinger doch relativ hoch. Und gerade wenn man 18 Zoll Felgen fährt oder vielleicht sogar noch größer, dann sieht eine Tieferlegung optisch doch schon sehr gut aus. Ja, wie ihr das hoffentlich hört, wir fahren jetzt gerade immer eine ziemliche Holperstrecke und hier knarzt oder knackt eigentlich gar nichts. Der Wagen ist super verarbeitet. Das war für mich auch einer der Gründe, den Passat zu kaufen. Also die Innenraumqualität
lässt in dem Wagen eigentlich nichts zu wünschen übrig. Abgesehen von den Softlackstellen, die bei den Autos natürlich gerne Abnutzungserscheinungen haben. Abgesehen davon ist der Innenraum wirklich top. Und da gibt es einige deutlich neuere Autos, die längst nicht so ordentlich verarbeitet sind wie der Passat 3C. Ja, ich hoffe, dass die Kameraposition angenehm gewählt ist. Ich habe die Kamera einfach so ein Camcorder unter der Kopfstütze eingeklemmt, weil ich jetzt gerade keine andere Befestigung zur Hand hatte. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Wie gesagt, hier nochmal ein bisschen Kurvenlage. Das ist wirklich schön. Ne? Das ist halt der Vorteil von so einem Fahrwerk. Also das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Investition. Das kann man schon gut machen. Können wir hier nochmal raus beschleunigen. Was soll man sagen, viel tut sich nicht, aber in vielen Foren schreiben die Leute, dass quasi diese 1,6er Passats unfahrbar sind, dass das anmaßend ist, so ein Motor im Passat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum ganz normalen Fahren von A nach B reicht es aus. Ihr habt einen geringen Unterhalt im Grunde, abgesehen von den Geschichten mit der Steuerkette und so, weil das geht natürlich schon ins Geld, aber abgesehen davon habt ihr einen geringen Unterhalt, einen schönen Verbrauch, eigentlich ganz gute Motoren. Vor allen Dingen auch für Kurzstreckenfahrer interessant, denn der Riesenvorteil von diesem Motor ist, dass er sehr schnell warm ist. Ja? Ich habe zum Beispiel einen täglichen Arbeitsweg von 14 Kilometern und da wird der Wagen jedes Mal warm. Und mit einem Diesel hätte ich da wahrscheinlich Probleme, auf Betriebstemperatur zu kommen, weshalb das auf Dauer dann für den Dieselmotor etwas unschön wäre. Ja? Ja, ich würde mal sagen, dass ich mir jetzt einen schönen Platz suche, wo wir uns den Wagen dann nochmal gemeinsam von außen ansehen. Also, bis gleich. So, also wie versprochen nochmal ein paar Impressionen vom Exterieur des Passats. Ja, also so steht der Wagen da. Wie gesagt, Gewindefahrwerk ist drin. Ist aber nicht ganz unten, da ist auf jeden Fall noch Restgewinde. Die Felgen sind die VW Chicago Felgen vom VWCC. Das sind nicht die Passat-Felgen. Die Passat-Felgen haben eine 44er ET und die CC-Felgen haben eine 41er. Ist kein echter Individual. Das Emblem habe ich nur drauf gemacht. Ich finde, das passt ganz gut zu den Felgen und zum gesamten Exterieur. Ja, der Passat ist in der Farbe Mokka-Braun-Perleffekt lackiert. Wie ich finde, eine super Farbe. Deswegen gefiel der mir auch so gut. Dann im Heckbereich sehen wir ja hier die Rückleuchten in der R36 Optik. Ich finde, die harmonieren mit den B-Color Felgen und dem dunklen Braun perfekt. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Dann haben wir hier noch eine Auspuffblende. Die ist original vom VW, allerdings nicht für den Passat B6. Die ist ursprünglich für den Passat B7 1.4er TSI. Passt aber auch hier drauf, finde ich, sieht nicht schlecht aus. Ne? Der Wagen hat ja generell sehr viel Chrom, also kann man hier auch ganz gut mit kleineren Chromelementen arbeiten. Ja, wie man sieht,
Der Lack ist einfach geil. Mokka Braun Perleffekt. Eine super schöne Farbe. Jetzt ist die Sonne natürlich weg. Jetzt kann man den wahren Lackzustand nicht mehr so gut erkennen. Aber der Wagen ist eigentlich in einem ziemlich vernünftigen Zustand. Waschanlagenkratzer sind eigentlich kaum vorhanden. Hab den schon mal poliert. Die Kunststoffe sind aufbereitet mit Kochchemie Plaster. Deswegen sind die nicht verblichen. Die sehen auch noch ganz ordentlich aus. Ja, von vorne sind wir hier den durchgängigen Highline-Grill. Das Kennzeichen ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Hält auch ganz gut, wobei sich das hier in der Ecke jedes Mal etwas löst, aber das kriegt man trotzdem nicht ab. Also es kann mir keiner erzählen, dass das hier irgendwie nicht zugelassen ist oder so, denn normales eingeklipstes Kennzeichen habe ich in 2 Sekunden abgenommen und diese, das ist ohne Föhn kaum abmontierbar. Ja, dann sehen wir hier vorne, sieht man die 150.000 Kilometer natürlich schon. Ja, also der ein oder andere Steinschlag ist vorhanden, wobei vieles hier jetzt auch Insektenreste sind. Ja, wie man sieht, leider keine Xenonscheinwerfer. Das ist wirklich was, was ich beim nächsten Mal drauf achten würde, was ich gerne hätte. Der hat leider nur Halogenscheinwerfer und der Umbau auf Xenon ist zu aufwendig, als dass es sich jetzt für dieses alte Auto noch lohnen würde. Wie man sieht, hat er auch eine ganz minimale Keilform, darauf habe ich geachtet. Das heißt, hinten haben wir im Radhaus dezent mehr Platz als vorne. Ich hoffe, man kann das erkennen. Denn ich mag das überhaupt nicht, wenn so ein Auto so einen Hängearsch hat. Natürlich ist es beim Passat auch nicht schön, wenn er jetzt so eine Keilform hat wie jetzt irgendwie ein getunter E36 BMW. Aber ich denke, so ist das ganz in Ordnung. Ja, hier nochmal den Innenraum. Ja, also die ganz normale Highline-Ausstattung. Mit Alcantara-Sitzen. Da habt ihr ja letztens das Video gesehen, wo ich die Alcantara-Sitze mit dem Fusselrasierer bearbeitet habe. Sieht soweit ganz gut aus. Hier haben wir eine kleine Stelle. Das ist halt solchen sportlicheren Seitenwagen geschuldet. Beim Einsteigen bleibt man hier hängen und das ist schon ein bisschen abgeschrappt. Hier habe ich auch schon mal mit Flüssigleder gearbeitet. Das war hier gerissen. Die Naht. Hier muss ich mal wieder mit der Ledertönung vom Lederzentrum, da wird es natürlich ein Video geben, werde ich hier drüber gehen und dann sieht man das nicht mehr, dann sieht das wieder in Ordnung aus. Im Fußraum habe ich die Pedalauflage vom Airline. Ja, warum nicht das komplette Pedalset? Das ist ganz klar, die Fußstütze kostet glaube ich 15 Euro und der Rest kostet 120 Euro, das ist mir einfach zu teuer gewesen und ich meine, BMW macht es zum Beispiel auch so. In den M-Paketmodellen, da hast du im Endeffekt auch nur die Fußstütze aus Aluminium. Der Rest ist da auch Kunststoff. Jo, also hier Multifunktionslenkrad, Tempomat. Innen drin das gebürstete Aluminium. Also nicht nur Plastik in Aluminium-Optik, das ist wirklich Aluminium. Ich hoffe, man kann es hier erkennen. Plastik wäre nicht so eingedellt. Hier hat wahrscheinlich der Vorbesitzer versucht, das irgendwie mal irgendwas am Radio zu machen und da ist er hier unprofessionell mit irgendeinem Schraubenzieher oder so drunter gegangen. Auf meinem alten Kanal kann man sehen, wie man sowas richtig macht mit diesen Kunststoffklebhebern, dann verdellt man auch die schöne Verkleidung nicht. Ja, was ich auch immer wieder schön am Passat B6 finde, einige Leute finden das ja total kitschig, aber ich finde diesen Passat-Schriftzug total cool. Das erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an Phaeton, denn der hat das da auch stehen. Sieht irgendwie ein bisschen Premium aus. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Jo, Armaturenbrett wird regelmäßig mit Kochchemie Refresh Cockpit Care bearbeitet. Das sieht eigentlich auch noch ganz in Ordnung aus. Hier oben haben wir im Passat halt überall weiche Materialien und im unteren Bereich hier ist es hart. Das kann man nicht eindrücken, aber hat so eine Art
ja, ich sag mal, gummiartige Beschichtung. Also richtig billig fühlt sich hier eigentlich gar nichts an. Das finde ich schon in Ordnung. Großes Problem der alten VW-Modelle sind natürlich die Softlack-Teile. Hier den Griff sieht man, den habe ich noch nicht getauscht. Hier sieht man ganz klar, wie der Softlack hier, nochmal näher rangehen, hier sieht man, wie der Softlack abgenutzt ist. Das hatte der Wagen wirklich überall, aber das habe ich inzwischen alles getauscht, sodass das kein Problem mehr ist. Ja, dann noch ein Mangel, den der Wagen hat, zeige ich euch mal eben. Ja, wie ihr seht, hängt der Dachhimmel durch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, und das ist ein bisschen ärgerlich, weil das ist eine Limousine und ich kriege den Dachhimmel im Grunde aus dem Wagen gar nicht raus. Das heißt, ich müsste entweder eine Scheibe rausnehmen lassen, was natürlich sauteuer ist, oder ich versuche es irgendwie mit Sprühkleber oder so und vielleicht einer Hohlraumsonde oder so, da ein bisschen drunter zu gehen, ein bisschen Sprühkleber drunter zu machen. Das werde ich auch demnächst irgendwann mal machen. Weil ja, das ist halt ein bisschen scheiße. Neuer Himmel wäre an sich kein Problem, gibt's auf eBay genug, aber ja, wie bekommt man den raus? Den alten raus und den neuen rein, ne? Das ist die Frage. Ja, hier sieht man nochmal den Handschuhfachclip vom VW EOS. Ich glaube 12 Euro oder so kostet das bei VW. Ganz cool, kann man auf jeden Fall tauschen. Ja, ich denke, das war's, ne? Ich denke, ihr habt mal einen Eindruck bekommen. Viele Leute haben sich ja noch mal ein Video mit dem Passat gewünscht. Also wie gesagt, viel wird jetzt hiermit auch nicht mehr passieren. Ich fahre den auf jeden Fall noch. Solange ich studiere, ist das ein schönes Auto, was man schön im Alltag relativ günstig bewegen kann. Mir gefällt er optisch sehr gut. Er ist nicht der schnellste, aber verbraucht auch nicht so viel. Also ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Wagen. Ja, wenn euch noch irgendwas Spezielles zu dem Auto interessiert, dann schreibt es rein. Dann kann ich natürlich noch mal irgendein Update-Video machen. Das ist kein Problem. Ach so, eine kleine Sache noch. Wenn ihr mehr Bilder vom Passat sehen wollt, dann schaut mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da poste ich immer mal wieder Bilder. Zum Beispiel war ich letztes Wochenende auf dem Motortalk Aufbereitungs- und Blogging-Event. Da wurde der Wagen richtig schön aufbereitet nochmal. Und da gibt es auch einige Bilder zu. Also das, wenn ihr daran interessiert seid, wenn ihr noch ein bisschen mehr von dem Passat sehen wollt, schaut da einfach mal vorbei. Jo, in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.